Das ist so. Nicht, wir sind der Medic. Mann, Leute, Mann, Leute, jetzt kommt zum nächsten Part. Die Gefangenen sind, die Gefangenen sind Star Wars RP. Ey, kannst du mit mir ganz kurz ein bisschen Platz machen? Dankeschön. Ja. Wir bergen gerade die Gefangenen. Die Gefangenen, was? Die Toten? Den einen Gefangenen bei uns und die ganze Meldung von der Datapad. Ja, wo schon rausgelassen? So, okay. Hat auf jeden Fall jetzt sehr viel verloren. Gehen Sie weg da, Korpul. Korpul, weg da. Kommen Granaten weg. Gucken Sie, dass Sie da vorne weggehen am besten. Weil die kommen jetzt ja Granaten. Das ist nicht. Nee? Ne, liegt hier oben noch Unterstützung. Ne, Feuerwehr, kommen Sie her. Feuerwehr! Bleiben Sie da vorne weg. Das ist Selbstmord. Da kommen ganze Granaten runter. Nee, bleiben Sie einfach hier. Das ist gerade Selbstmord, da vorne hinzugehen. Okay. Achtung, ein Zivilist. Start der bei der Republik. Was mit dem jetzt? Und mit dem? Gehen Sie in Ihre Wohnung. Momentan ist das. Wenn gefängst mal was ist, muss ich dir Bescheid sagen, ne? Kommander Hüto hat eigentlich die Gefängste. Nachdem ist es wahrscheinlich der Major, der abrufen oder halt Sie. Bitte eigentlich, okay. Bleiben Sie bitte. Gut, weil zumindest jetzt für, das Gelände hier ein kleines bisschen sicherer. Haben Sie einen, der das, mit dem Sie sich verbündet haben, der das bestätigen kann? Also, ist recht safe jetzt, das gefällt mir auf jeden Fall. Gucken wir alles für alle Verletzten versorgen, was bei den ganzen Makes machen, wie ihr seht, und dann. Ja, ich merke. Keine Ahnung, was dann. Wir warten auf die Befehle des Chefs. Gehen Sie bitte in Ihre Wohnung zurück, oder? An einen sicheren Ort. Ich hab... Komm noch mit, dann suchen Sie sich am besten einen sicheren Ort. Okay. Hier haben die Leute ein großes Backfeld. Da können wir nicht hingehen, das ist gefährlich. Hier. Da muss man was aufwärmen. Okay, da kommt erstmal ein Schild. Okay. Den 4. Ein Warum, der Geistansatz ist aufgehoben. Ja, er hat eine. Okay. Ey, lassen Sie die Schilder in Ruhe! Können Sie? Ja, Entschuldigung, ich leg sie dir hier wieder hin. Achtung, flop! Nein, ich sehe es nicht mehr. Bogen. Sie gehen jetzt mal schön weiter. Ja, tut mir leid, ich gehe wieder ins Gefängnis. Ja. Na, ja, ist natürlich super jetzt da getasert. Hey, was ist denn hier schon wieder los? Ich wurde gerade vom Dach geschossen. Dort oben befindet sich eine Person. Achtung, ich nutze gerade. Die ist rechts runtergesprungen. Ah, die ist weg. Gehen wir nicht mehr. Naja, gut. Ich hab ihn. Nee, das ist der Verkehrte, den haben wir gar nicht gesucht. Ups. Eigentlich können alle Zellen aufschneiden. Sniper, Deckung! Die Nummer 2 lassen im Tunnel. Oh. Der Schild. Rein in die Basis. Ich den ganzen Schirr wegmachen. So. Es bringt nichts. Der geht außerhalb der Mauern. Ah, schnell den Verletzten reinziehen. Uff. Kommt die Makes überhaupt? Der wird schon wieder erschossen. Hier ist auf jeden Fall gerade ein Scharfschütze. Ich will mal gucken, dass sie. Also, wir haben auf jeden Fall gerade einen Scharfschützen. Das gibt es mir gar nicht. Im aktuellen Scharfschützen Sektor 3. Also gut, ihr republikanischen Hunde. Ihr habt uns schwere Verluste zuge. Naja, beigebracht, nennen wir es mal so. Wir wollen verhandeln. Ich meine, das
Syndikat will verhandeln. Wir geben jetzt die Major. Die Möglichkeit, euer Gesicht zu wahren. So. Eldweise. Die Zeit ist wieder. Den werde ich den Kopf wegschießen. Okay, hier, so, da reicht. Da kann er gut liegen. Das passt perfekt so. Pass auf, Scharfschützen, ne? Hey, Armin, ich dachte, du wärst Jedi. Oh, das sieht weh. Major? Jawohl. Jungs, ihr habt doch ein paar Schilder verloren, ne? Wissen wir. Ich höre sie nicht, die Sirene ist zu laut. Ich wollte meinen anderen Menschen Schaden. Lassen Sie die Schilder liegen, okay? Und Ihr Name ist? Ja, ich wollte Ihnen helfen, jetzt sind Sie. Ja, alles gut, die sind ja gut so. Einfach da lassen wir sie. Jawohl. Alles klar, okay. Wir sind schon seit vorne vor. Er ratscht einfach mit dabei. Wie soll ich Sie denn nennen? Er ratscht einfach mit dem Verletzten. Ja, Gott schön. Ich werde Sie natürlich, Major. So, ich melde mich dazu wieder aktiv im Funk. Was jetzt gerade Sache? Wenn zwei Major da sind, muss ich ja irgendwie Unterschiede treffen. Sieht gerade so aus, dass keine Gefangene erlebt. Sagen Sie mal, wie ist diese Clowns-Fiesta überhaupt zustande gekommen? Eine Verhandlung. Tötet sie! Wer hat mir gerade das Sagen? Wer hat mir gerade das Sagen? Major! Okay. Major, passen Sie da draußen bitte? Oh, bin ich gerade reinhöchst der ST, Alter? What the fuck? Sonst sind noch Privates da im Korb. Granate, Deckung! Oh wow, das ist rau. Wow. Das war einfach nur Smoke-Granate, nur aber okay. Die Rauchgranate vom Dach runtergekommen. Und ne Flash. Achtung, Granate! Lieutenant? Was sind für Granaten? Jetzt hört doch auf mit euren Granaten! Wer hat denn hier gerade von euch auf vielleicht ist auch nur Lichtpunkt. Was ist denn geblendet worden? Also, Achtung, ob. Lieutenant, soll ich mal rausgehen? Nee. Wir haben da draußen immer noch Scharfschützen, das macht keinen Sinn. Wir kommen. Also, jedes Mal, wenn wir probieren rauszukommen, kriegen wir extrem große Verlust, weil von der Stelle Granaten untergeschmissen werden und die Scharfschützen liegen. Macht keinen Sinn, wir bleiben einfach hier in dem Bereich, dann passt das bisher. Nochmal links? Ja, 10-4, was? Als ich eben hier stand, wurde auf mich geschossen. Der wurde der nächste gesniped. Naja, wir kommen ja nicht raus. Der Schatz aimt direkt hier auf den Eingang. Wurde der nächste weggeschossen. Er ist 1 Meter da rausgegangen, ist direkt tot. Wie so sehen. Also. Einfach Akte hier drin dann. Wo ist der Commander? Ja. Da fragen Sie einfach nach dem Medic. Ich bin jetzt kurz geistig abwesend in der Barake. Zum 4. Ne, ich bin nicht zufrieden. Ich hab zu viel Private. Raus. Auf. Leute, wie ist weiter geht's zum nächsten Part? Ich hab das Gefühl, erst dann gerne da um da. Ja, aber bis zum nächsten Part. Tschö.